Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir wieder sehr viel Zeit in Gerudo-Stadt verbracht. Und dann sind wir nun endlich aufgebrochen, um den Donnerhelm zu holen. Und ja, wir sind im Jäger-Versteck. Dort ist auch die... Ah, wie hieß sie? Ja, das werden wir gleich sehen. Baretta, was machst du hier? Das hier ist das Versteck der Banditen, die den Donnerhelm geraubt haben. Wenn sie dich entdecken, rufen sie Verstärkung, dann ist alles aus. Wir brauchen irgendetwas, um sie abzulenken. Denn wenn sie nicht gerade Bananen essen, entgeht ihnen auf ihrer Patrouille nichts. Hier ist auf jeden Fall zu gefährlich für dich. Ich lasse mir schon irgendwas einfallen. Lauf einfach weg, ja? Ach komm. Okay, ich will ja am liebsten erstmal ein ordentliches Foto machen. Das war ja schon ein fortgeschrittener Jäger, der da gerade rumlief. Ganz schön muskulös, der Typ. Was hat denn der denn? Was ist denn das für ein interessantes Schwert? Ja, an sich sind wir stark genug, um da nicht großartig stealthen zu müssen, aber wenn uns schon mal sowas geboten wird. Ein Offizier. So. Oh, jetzt ruft wirklich Verstärkung. Heißt das jetzt, wir haben keine Chance mehr? Nee, wir können trotzdem angreifen. Au. Ich will noch ein ordentliches Foto haben. Ja. Mensch. Ihr Nervensägen. Okay, Moment. Wenn ihr es so haben wollt, dann bitteschön. Ah, aua. Okay, komm. Was ist das für ein Schwert? Das sieht bei Mifas Gebet oder irgendwelche Feen funktionieren. Wieso umgeht er das? So viel wie mein Abwehrtrank. Erstmal einen kurzen. So, my friends. Na komm. Ruf ruhig deine Verstärkung. So.
So will ich das haben. Oh, leck mich. Passt. Okay. Ja, komm, arbeiten wir ein bisschen damit und... Ja, alles. Okay. Ja. Na. Ich glaube, das ist eine One-Hit-Waffe. Ich glaube, das soll wirklich eine One-Hit-Waffe sein. Denn mit Ausdauer 3... Und den nicht gerade schwachen Rüstungswerten und der Tatsache, dass wir weder Mifas Gebet noch irgendwelche Feen eingesetzt bekommen kriegen, ist schon ein leichter Indikator dafür. Dann halt so. Okay. Der Offizier hier tragen Windklingen, die Druckwellen aussenden können. Sie sind groß, aber deshalb nicht weniger flink. Darüber hinaus sollen sie die Technik beherrschen, die Schläge auf den Boden Steinsäulen entstehen zu lassen. Aha. Gut, dann benutzen wir mal die Fähigkeit des Überfalls, um den sehr schnell aus dem Weg zu räumen. So. Ups. Aber jetzt ist er abgelenkt. Das war ein solider One-Hit. Perfekt. Und der Dude hält Wache. Aber... So laut ist Klettern ja nicht. Das heißt, den sollten wir umklettern können. So. Ja, genau. Der Typ hat doch keine Ahnung, wo das herkam. Aber gut. Oben weg. So. Und da ist der letzte Dude. Mit seiner Windklinge. Und da wir gerade Angriff plus 3 drin haben, können wir uns auch defensiv kleiden. Moment.
Zack. Eine Windklinge. Die haben wir beim Überfall von dem anderen Typen gerade gar nicht bekommen. So. Schaden. Mit Strahleneffekt quasi. Ist aber ein Großschwert tatsächlich. Ja, na gut, der Nachteil ist, es verbraucht natürlich nach jedem Angriff Haltbarkeit, weil es Wind einsetzt. Seht ihr, da ist schon kein Glänzen mehr drin. Ja, und ob ich jetzt aus der Ferne oder aus der Nähe angreife. Ich komme damit eigentlich immer ganz gut klar. Passt! Ein weiterer Saphir. Okay. Gott! Heilige Scheiße! Alter! Das war krass! Das war richtig nice! Warum ist denn noch einer? War da ein offenes Fenster? Nee. Hier aber. Scheiße. Oh Gott. Moment, ich muss schon wieder niesen. Nee, wie gesagt, ich muss wieder niesen, aber wieder nicht richtig. Mein. Oh, das sind viele Gegner. Ein silberner Rubin. Aua. Holy Macaroni. Ich will die Kleinen besiegen. Damit ich die auch mal hab. Alter, 4 Offiziere. Okay. Au, wie bin ich denn jetzt reingestolpert? Das ist der gleiche Angriff, quasi. Scheiße, ich habe da gar nicht zwischendrin gespeichert.
Oh Gott. Das ist der gleiche Angriff wie bei Ocarina of Time von den Gerudo-Kriegerinnen, die einen mit einem Schlag ins Gefängnis befördern. Och nö. Und alles umsonst. Okay. Okay. Nehmen wir mal die Hau-drauf-Taktik. Also die komplette Hau-drauf-Taktik. Die ganze Windklinge noch mal. Was war das denn? Welche Waffe habe ich denn da gerade? Mist, jetzt habe ich da das Schild verbraucht. So, ach, das Master Sword war das. Ja, verständlich. Das ist verständlich, dass wir da so lange brauchten. Okay. Okay. Stimmt, so hätte man ihn ablenken können. Well. Ist schon echt blöd, wenn man Mifas Gebet nicht einsetzen kann. Okay. Wir machen es jetzt wieder ein bisschen filigraner. Will ich mit Schleichangriffen. Das gerade war ja nur unlucky. Komm. Ich vollkommen. Als ob das Absicht war. Schon viele Edelsteine haben sie ja. Och, leck mich! Ich hab dann. Ah, Mann! Scheiß Gewusel. Ja, in dieser Folge kommen wir tatsächlich zu nichts. Mensch!
keine gute Rüstung trägst bei One-Hit-Angriffen, na! Ach, komm, ey. Na, passt. Ja, ja. So, stirb. Okay. Zack, zack, passt. Gut, nächster. Welche Richtung? Ich muss aufpassen, wie er ausholt. Da leckt mich, Mann! Warum hole ich immer in die falsche Richtung aus? Oh Mann! Ich spiele schon zu lang, glaube ich. Ich brauche mal eine Pause. Aber ich will nicht. Das wohl? Boah. Ging. Neuer Versuch mit dem Stealth. So. Gut. Dieses Nachttempo ist echt gut. Der hält viel Ausschau, da müssen wir aufpassen. Haben die alle ihre eigene Route oder gehen die hier alle das ganze Gebiet nacheinander ab? Scheint so, als hätten sie alle ihre eigene Route. Kinders, nee, die Kameraführung ist mal wieder richtig für den Arsch. Warum zoomt das so nah ran? So.
Der ist voll schnell. So. Puh. Seht ihr, so geht das. Aber dann haben wir jetzt mal verkackt, aber ja, passt. Okay. Zwei müssten ja noch sein, das waren letztes Mal vier. Ja, der eine steht da ja noch am Dingens. Er geht hier nur hin und her. Da ist ja noch einer. Oh, bitte geh hier nicht lang. Puh, das war knapp. Shit. Warum guckt er sich nicht um? Ach Mann. Ja, gut, komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Alles klar. Ach scheiße, ja, Darkstream ist ja abgelaufen. Und mit dem Großschwert haben wir keinen Schild, deswegen sollten wir wirklich darauf aufpassen. Shit. Das ist er. Wieso hat er uns schneller getroffen? Und ich noch drei. Oh Gott! Nicht hängen bleiben! Hängen bleiben, nicht hängen bleiben! Kind, warum habe ich denn keine Waffe mehr? Muss sie denn unbedingt dann kaputt gehen? Oder Bogenheini? Ah, Gott! Die Fälle ist es gar nicht mal so schwer. Nein! Das war's mit der Folge. Beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder. Bis dann.